wieder zurück bei After Dark, Resident Evil Zero. Ich spiele das Spiel durch, von vorne bis hinten. Drei Viertel habe ich schon. Und eben gerade habe ich mich tierisch gefreut über ein Item, das ich gefunden habe. Und das ist dieses hier. Da sehen wir es, da blinkt es, da will es auf meine Wunden. Das wunderbare Medikit. Auch bekannt als erste Hilfespray. Ich nehme den natürlich direkt mit. Ich werde es auch direkt benutzen. Da kann mich niemand abhalten. Pam! Gesund! Von allen Problemen geheilt. Und das ist genau das, was ich brauche. Nicht zwingend, damit ich es beim nächsten Gegner wieder verliere, sondern einfach um einmal auch mal einen Biss oder sowas um Biss vertragen zu können. Ist hier noch was? Nein. Oh, und da sind sogar grüne Pflanzen. Das ist alles richtig gut. Toll, toll, toll. Ach, selten, dass ich mich in einem Resident Evil Teil über Items so gefreut habe wie hier. Man hat wirklich das Gefühl, hier wird sehr spärlich umgegangen mit allen Hilfsrationen und ähnlichem. Deswegen klicke ich hier auch wie ein Wahnsinniger alles an, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich würde gerne alles mitnehmen. Was ist das hier? Oh, eine Flasche. Gut. Sehr gut. Die ist wirklich wichtig. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, natürlich. Jetzt habe ich natürlich alles, was ich brauche, bis auf diese wunderschönen Pflanzen. Warum kann ich die jetzt nicht mitnehmen? Ich habe die doch eben noch gesehen. Da sind sie doch. Okay, nur kann ich die jetzt natürlich nicht mitnehmen. Scheiße. Ah, wie mache ich das jetzt? Ich würde am liebsten das alles bekommen, ohne gegen das Monster kämpfen zu müssen. Denn dann verliere ich ja wieder Munition. Boah, es ist schwierig. Aber diese Flaschen brauche ich auch. Denn die kann ich mit meinem Benzin zu Molotows umwandeln. Und zwischen beiden hin und her tauschen, das geht leider auch nicht. Es ist schwierig, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich gehe erstmal wieder zurück zu Billy. Der steht noch hier. Viel kann er auch nicht machen. Ich könnte mal speichern. Einfach um aus dieser doch sehr kniffligen Situation mit meinem Energiehaushalt herauszukommen. Könnte ich einfach speichern und versuchen, an dem Monster vorbeizukommen. Wenn ich dann sterbe, ist nicht schlimm, denn ich habe ja gespeichert. Wenn ich nicht sterbe, habe ich auf jeden Fall ein großes Problem beseitigt oder umgangen. Schwierig. 25 Minuten habe ich noch. Irgendwas wird passieren. Ich kann nicht garantieren, was. Aber irgendetwas passiert bald. Na gut, du kannst eigentlich auch schon mal den Granatwerfer mitnehmen. Auch die Munition, bitteschön. Eigentlich könntest du sogar, das wäre toll, einfach den Benzinkanister. Oh, Moment. Hat jetzt... Ah, okay, er hat die Ingrams. Immerhin. Kurz nochmal gucken. Ist die... Ich glaube, das Benzin braucht zwei Slots? Nein. Oh, das kann ich sogar mitnehmen. Gut, nehme ich es mal mit. Wer weiß, ob ich es nicht vielleicht gleich brauche. Natürlich weiß ich, dass wir jetzt hier echt diese Farbbänder verschwenden. Aber solange ich mehr habe als... 3 kann man das, finde ich, schon machen. Muss man dann eben beim nächsten Mal, wenn man speichert, ein bisschen Sachen vorher machen, damit man auch was erreicht hat in der Zeit. Das hier ist das Gewehr, was nicht so viel taugt. Rotes Kraut ist natürlich auch sehr beliebt. Könnte ich vielleicht gleich kombinieren mit dem grünen Kraut. Machen wir gleich mal. Vielleicht sollte ich das vorher ablegen noch und austauschen. Kurz nochmal gucken. Sie hat ja jetzt auch keinen Platz mehr. Okay, dann sollte ich ihn jetzt vielleicht auch nicht zu dödeln. Den Schuss hier könnte ich gleich verlieren. Benzin
Es ist echt schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich brauche, was ich nicht brauche. Ah, okay. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil was ich auf jeden Fall nicht brauche, ist die Pistole, weil die bringt eh nichts. Zumindest nicht bei den Gegnern, mit denen wir uns jetzt gleich befassen. Schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Okay, nochmal kurz durchatmen und überlegen, was ich eigentlich machen will. Okay, also Rebecca wartet da oben auf mich mit dem roten Dreieck. Ich bin da unten. Eigentlich will ich ja nur die Pflanzen mit Rebecca einsammeln. Ich muss aber dazu an dem Monster vorbei. Und wenn ich runtergehe in den noch leeren Raum, wartet rechts auch ein Monster. Jetzt die Frage, was mache ich zuerst? Gehe ich mal rein? Ich gehe in den Gang, gehe an dem Monster vorbei. Zumindest versuche ich das. Und gehe dann zu Rebecca, um mit ihr die Kräuter zu benutzen. Ah, das hat aber schon nicht funktioniert. Wenn ich jetzt draußen wieder reingehe, wie sieht es denn dann aus? Mit dem Vieh im Gang. Gute Frage, ob das Vieh direkt da ist gleich oder ob es wieder... Nee. Okay, es bleibt also immer da. Und es kommt immer direkt auf mich zu. Und wenn ich hier rechts gehe, ist da auch wieder so ein Monster. Oh Gott. Okay, ich lade gleich nochmal neu. Ich habe ja gespeichert. Aber ich gehe jetzt mal hier hin und gucke, was man hier eigentlich machen kann. Nix, nix, nix. Hier ist was. Ah, oh, du geile Sau. Da ist der Schraubstock. Ahaha. Du bist ganz schön dumm, mein Freund. Jetzt habe ich den Schraubstock. Jetzt muss ich nur noch an dem Monster vorbeikommen. Und auch das könnte schwierig werden. Vielleicht, ich versuch's mal. Jetzt ist alles egal. Jetzt weiß ich immerhin. Ah. Ah. Alter, wie geil. Ja. Wahnsinniges Lachen dringt durch den Rocket Beans Keller, gefolgt von Angst, denn ich habe vergessen, dass hier noch ein Gang ist. Jetzt bin ich genau da, wo ich nicht wollte. Okay, aber das ist doch schon, jetzt bin ich schon näher an Rebecca als vorhin. Jetzt ist ein bisschen die Frage, könnte ich jetzt nicht mit beiden so hin und her und quasi den Feind in der Mitte gefangen nehmen und auf ihn ballern. Brauche ich aber eigentlich auch nicht. Eigentlich muss ich nur mit Billy zu Rebecca. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt haben wir es schon zweimal geschafft. Wäre gelacht, wenn wir es nicht nochmal schaffen. Ich gehe jetzt raus und dann gehe ich direkt nach unten. Mann, hör auf! Ha, ich schaff's noch! Ich schaff's! Es ist fantastisch! Gott, das freut mich so sehr. Ah, hallo. Piece of cake. Das Ganze hier. Überhaupt kein Problem. Sammel das auf, bitte. Ja, das Grüne nehme ich natürlich mit. Und den Roten nehme ich auch mit. Kann ich noch nicht tragen? Okay. Dann gleich. Jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt kombiniere ich nämlich die einzelnen... Ach, der kann das gar nicht. Na gut, dann tausche ich es halt aus mit dem hier. Und das mit... Schwierig. Dem. Und jetzt kombiniere ich das. Und weil ich eh schon mit ihr am Start bin, sammle ich auch gleich noch den roten ein. Jetzt ist die große Frage, früher konnte man zwei rote auch mit einem grünen kombinieren oder ein rotes mit zwei grünen. Ich weiß nicht genau, bin mir nicht sicher, ob das... Nee, so funktioniert es nicht. Gut, also das geht schon mal nicht. Ich kann da kein besonderes
super Heilkraut draus machen. Brauche ich aber auch nicht. Achtung, jetzt kommt der tolle Moment. Gesund. Sie sind gesund. Das hört man doch gerne. Vor allem, wenn draußen überall Zombies rumrennen. Jetzt suche ich nur noch den Schraubstock. Hier ist das, oder? Nee, das war ja in einem anderen Raum. Okay, gut, auch okay. Das ist sogar, glaube ich, der Raum, in dem ich vorhin schon war. Na gut. Sollte ich jetzt vielleicht... Ist ein bisschen schwierig gerade. Soll ich jetzt mit beiden durchrennen? Oder soll ich das einzeln machen? Wichtig ist auch, nochmal rauszufinden, welcher Raum das jetzt war, wo ich rein so rein wollte. Ich glaube, es ist der ganz im Osten. Im Nordosten. Da war ich ja eben, das war, oh Mann, habe ich da nicht aufgepasst, welcher war das denn? Ja, das ist bestimmt, das war dieser Grundraum mit dem Tisch, glaube ich. Das ist auf jeden Fall falsch. Okay, wir probieren es. Da ist ihm alles egal, dem Simon. Da läuft er einfach geradeaus. Bevor jetzt hier Verwirrung entsteht, ich muss also hier lang. Jetzt haben wir einmal auf ihn geschossen, haben ihn auch getroffen. Ich heb mir aber trotzdem die restliche Munition auf. Ich muss ihn nicht erledigen. Nicht, wenn ich noch andere Möglichkeiten habe. Oh Gott! Schieß doch mal, Billy! Mach doch mal was! Ich schieße auf die Beine in der Hoffnung, dass ich ihm einen Fuß abschieße oder so. Oh Gott, der hat gar keine Muni. Na toll, und schon ist wieder Warnung angesagt. Nee, auch nicht? Mann! Okay, jetzt will ich wirklich nur noch wissen, wie ich den killen kann. Gar nicht. Okay, hier gibt es also Gegner, an denen ich vorbeirennen muss. Einfach immer wieder vorbeirennen. Gut, dann mache ich das halt so, ihr Spacken. Aber ich finde, ich habe mich relativ gut gehalten, wenn man bedenkt, dass ich mit diesem Spiel noch nicht ganz warm geworden bin. Okay, also das und so. Und wenn ich dann... Mann, das hätte ich auch eben echt geschickter lösen können. Aber wir arbeiten uns langsam voran. Weiß ich immerhin, was ich nicht mehr mitnehmen muss. Andererseits den Benzinkanister könnte ich natürlich jetzt schon mitnehmen. Ja, schwierige Situation. Kann mich einfach nicht entscheiden. Na, okay. Das muss reichen. Jetzt bin ich wieder vorbeigerannt. Ist auf jeden Fall eine der kniffligsten Stellen im Spiel, angefangen bei Rebeccas Problemen mit den Affen, die zu meinen Problemen wurden. Und jetzt noch diese Leech Guys, oder wie man die nennen soll, die Madenmänner. Die sind auch wirklich anstrengend. Die habe ich bisher, da war glaube ich ein oder zweimal einer da, habe ich immer gemieden, weil die einfach so viel Munition fressen. Und sich bisher auch ganz leicht vermeiden lassen konnten. Okay, jetzt machen wir nochmal alles so wie eben. Ich gehe direkt. Man sieht den gar nicht, oder der sieht mich noch gar nicht. Genau, ich gehe direkt in die nächste Tür. Renne auch hier an dem Vieh vorbei, hol mir, Achtung, Mann, diese Steuerung, oh, Entschuldigung, aber das ist echt teilweise die Kameraperspektiven und dann ändert sich jedes Mal die Steuerung, kann einen schon zur Weißglut treiben und verwirren. Okay, hier muss ich gleich wieder hin, wo ist denn jetzt der richtige Raum. Das müsste hier der nächste rechts sein. Dann machen wir das doch erstmal und machen es richtig und nicht... Ah! Nicht beißen! Beißen ist bäh!
Ja. Und gehen hier rein. Das müsste der richtige sein. Hier kann ich jetzt ja auch direkt mit dem Schraubstock was anfangen. Bin ich denn hier? Nein, das ist die Bar. Wo ist denn der Schraubstock? Sag mal, bin ich denn völlig behämmert? Ich war doch gerade eben noch in dem Raum. Welcher Raum ist das denn jetzt? Haben wir denn nicht jetzt irgendwie... Kann man hier ranzoomen? So. Der Raum, in dem bin ich gerade. In dem Raum da unten ist nur dieses Item. Das heißt, man muss doch in den Norden. Das ist doch der richtige Raum. Okay. Bisschen ärgerlich. Wieder, kann er vielleicht auch Klavier spielen? Wieder ein bisschen Energie verschwendet. Okay, er kann es eindeutig besser. Wer hätte das gedacht? Hinter dem Muskelprotz mit den Tattoos haust eine empfindliche Seele voller Emotionalität. Was? Na endlich, hat sich doch gelohnt, den hier mitzunehmen. Auch wieder doof. Habe ich denn jetzt, habe ich wahrscheinlich wieder nicht genug Platz. Na gut, das kann man ja gleich noch klären. Oh, noch mehr Flaschen. Sehr, sehr gut. Hier kann ich eine Batterie nehmen, kann ich aber nicht tragen. Okay, auch hier. Habe ich jetzt eben erst rausgekriegt, müsste ich ein bisschen weniger Items dabei haben. Kann man die hier vielleicht irgendwo abgeben? Nein. Aber ich könnte rausgehen. In den nächsten Raum reingehen. Und da dann Items ablegen. Aber jetzt bin ich erstmal bei Rebecca. Nee, auch nicht. Hier wollte ich hin. Oh, das ist aber auch ein ständiges Angstmachen. Zombies? Ja, nein? Nein? Okay, gut. Jetzt benutzen wir den Griff. Wie? Das muss er doch sein. Das muss er sein. Ja. Nee. Okay, ich muss vielleicht ein bisschen näher ran. Hier, so. Ah. Dafür bekomme ich jetzt die Steintafel. Gehorsamkeit steht auf ihr drauf. Wir gucken sie uns nochmal genauer an. Eine Steintafel mit einem Sklaven, das Wort Gehorsam ist eingraviert. Noch weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Puh, knifflig. Wie komme ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt weiter? Ich muss also nochmal in diesen einen Raum zurück, da wo das Item auch blinkt. Gleichzeitig muss ich aber nochmal zu Rebecca. Kann ich ihr denn jetzt mit all meinen Items überhaupt helfen? Eigentlich nicht. Ich habe nur einen Platz frei. Das ist hier wirklich bescheuert. Na gut, das kriegen wir hin. Wenn ich jetzt es schaffe, zu ihr zu kommen, kriegen wir es hin. So, ich muss kurz noch mal gucken, welche Richtung ich gehen muss. Ich und direkt nach rechts. Okay, dann versuchen wir das mal. Trottel! Hat wahrscheinlich keine Augen im Kopf. Ui, das ging jetzt aber gut. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, mit so viel Glück. Ja, du
Du sollst den roten mitnehmen, das rote Kraut. Du brauchst es doch. Okay, sehr gut. Wenn ich heute einfach nur diese Stelle zu meiner vollsten Zufriedenheit schaffen würde, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich, weil das ist wirklich, da einfach jetzt nochmal aus diesem ganzen Kram mit allen Items rauskommen und abspeichern, das wäre erfolgreich gewesen dann. Ja, hier so, vielleicht auch noch so. Dann kann man die nämlich gleich kombinieren. Oh, warum nicht? Hat funktioniert. Kann man hier noch irgendwas miteinander kombinieren? Nein. Dann muss jetzt Billy seine Kräuter nehmen. Und er braucht auch noch eine richtige Waffe. Die liegt ja hier auf dem Boden. Okay. Wir haben also zwei gesunde junge Menschen in der Blüte ihres Lebens, die irgendwie jetzt durch diese ein, zwei Räume laufen müssen, ohne verletzt zu werden. Ob wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Wir haben 6 Minuten. Vielleicht sollte ich sogar lieber aufs Feuer gehen. Und du hast die Schrotflinte, das ist auch okay. Ich würde dir am liebsten, würde ich dir ja so ein Ding hier geben. Weiß nicht, ob das was bringt. Wirfst du die auch automatisch oder schießt du nur mit der Schrotflinte? Ja, vielleicht. Ah, es ist wirklich schwer. Man muss es ausprobieren. Man kann es nicht so einfach sagen. Ich muss es ausprobieren. Okay, wo wollen wir lang? Durch die Tür. Direkt nach rechts. Geradeaus und dann nach links. Na, wenn das mal was wird. Sie hat die Schrotflinte. Nee, dann nehme ich doch lieber Billy. Durch die Tür. Und direkt nach links. Mann, weil die Kamera immer so kacke ist. Oh. Naja gut, ich habe ein bisschen was abbekommen, aber es ging noch. Jetzt geht's direkt weiter. Direkt hier in den Raum, jawohl, super. Ich hoffe, dass Rebecca jetzt mitgekommen ist. Ja. Okay, Rebecca, du machst jetzt gleich nochmal hier dir 3 Molotows. Ha, toll! Der hat immer noch das. Und die Batterie nehmen wir auch noch mit. Das fühlt sich so schön an. Nein! Ja, so viel zur Batterie. Das wird wohl nicht mehr klappen. Steht hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann hätte ich jetzt, bräuchte ich natürlich eine alte Batterie, die ich da reinlege. Ich untersuche die hier schnell nochmal, um zu erfahren, warum die so wichtig ist. Okay, eine ganz normale Batterie. Sie ist aber scheinbar noch funktionsfähig. Okay, okay. So, jetzt gucken wir noch, dass jeder auch seine richtige Waffe hat, okay. Und dann gehen wir wieder zurück. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen erreicht. Nicht alles, was ich gerne gehabt hätte. Und wir müssen immer noch an diesem Monster vorbeikommen. Aber zumindest da unten würde ich jetzt nicht sagen, dass da unten im Süden in diesem Raum noch mehr ist, außer diesem einen Werkzeug, was wir schon bekommen haben. Oh Gott, ich traue mich nicht. Ich muss noch mal gucken. Ich traue mich aber nicht. Okay, ich gehe raus. Und dann gehe ich
ganz nach links und dann die Tür am Ende des Ganges. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ah, natürlich! Oh. Okay. Simon, das war sehr gut. Sehr gut war das. Danke, danke, ich weiß. Okay, jetzt gehen wir speichern. Rebecca hat ein bisschen was abbekommen, aber sie hält sich noch nicht die Hüfte. Also hat sie immerhin noch gelb statt rot. Das reicht fürs Erste. Irgendwas muss hier oben auch sein. Hört euch das mal an. Man hört die ganze Zeit irgendwas rumlaufen. Okay, hab verstanden. Nein, nein. Hör auf. Rebecca, du dumme Olle. Das gibt's doch nicht. Da hat die sich echt noch einen Schwinger abgeholt. Warum denn? Warum muss das sein? Kurz mal gucken. Die hat sicherlich... Na gut, gelb. Immer noch gelb. Okay. So, wir haben nur noch eine Minute, aber das haben wir sehr gut gemacht. Das war richtig ordentlich. 1, 2, 3, 4, 5 Mal gestorben, okay. Aber dafür jetzt wieder zurück in unserem sicheren Speicherraum. Mit eigentlich vielen Verbesserungen. Wir haben mehr Energie, wir haben mehr Waffen, wir haben endlich die Molotow-Cocktails und zwar gleich 6 an der Zahl, also richtig nützlich. Und wir haben genug eingesammelt, finde ich, um einen weiteren Speicherstand rechtfertigen zu können. Und wir haben sogar diese Steintafel, die ist wichtig. Wir müssen uns nur noch an die Batterie halten. Die wird nämlich auch nochmal interessant. Nee, das will ich nicht. Oh. So, nimm das Farbband. Nimm es. Kurz nochmal gucken, was wir jetzt ablegen. Die Steintafel lege ich mal ab, weil ich noch nicht genau weiß, was ich mit der machen soll. Die Magnum-Munition lege ich ab, weil ich sie gerade nicht brauche. Ich würde sogar im Moment den Granatwerfer ablegen, weil er einfach insgesamt zu wenig Munition für mich hat und lieber die Schrotflinte nach links geben zu Billy, der damit immerhin ganz gut umgehen kann. Die Molotows könnte man auch... Weiß nicht genau. Ich lege sie auch erstmal ab, dennoch brauche ich sie nicht. Und jetzt wird gespeichert. Endlich! So, das machen wir noch. Da könnt ihr kurz noch zugucken. Und dann sind wir leider auch schon wieder... Gute Frage. Ja doch, ich speichere lieber einen extra. Und dann sind wir leider auch schon wieder am Ende von diesem wunderschönen After Dark. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe endlich was erreicht. Beim nächsten Mal wird es noch besser. Es kann nur besser werden. Wir kriegen dieses Spiel durch. Es dauert noch ewig wahrscheinlich, aber irgendwann schaffen wir es. Und dann könnt ihr sagen, da war ich dabei, als der Simon, naja, so mittelmäßig gut bis schlecht gespielt hat. Bis zum nächsten Mal.